Ja, einen herbstlichen Gruß von mir aus hier an euch vor den Bildschirmen. Ich habe euch auch ein farbenfrohes Fahrzeug, wie es sich für diesen farbenfrohen Herbst gehört, mitgebracht. Und zwar den VW T-Cross, das kleinste SUV, das die Marke Volkswagen jetzt im Programm hat. Und zwar auf Polo-Basis. Was dieses kleine SUV tatsächlich kann und warum es wirklich eine sehr attraktive Ausstattungsvariante ist und nicht nur einfach nur ein SUV, das werde ich euch heute erklären, wenn wir dran bleibt. Wir schauen uns den Wagen äußerlich an, wir schauen uns den Wagen innen an, wir schauen uns die Platzverhältnisse an. Und natürlich möchte ich auch mit euch dann in diesem Zuge über dieses Fahrzeug diskutieren. Also von dem her dranbleiben, Abo-Kanal abonnieren und liken, wenn euch das Ganze gefällt, nicht vergessen. Und jetzt soll es aber auch losgehen. Viel Spaß dabei. Ja, der VW T-Cross ist tatsächlich die vierte SUV-Variante nach T-Roc, Tiguan und Touareg. Okay, Tiguan gibt es noch den Allspace, ist für mich jetzt aber eins. Und zwar das Einsteiger-SUV jetzt, der T-Cross, unterhalb des T-Rocs. Das heißt also, wir befinden uns hier im Kleinwagenbereich. Mit dem T-Cross wird dann tatsächlich der Polo zum SUV erhoben. Das heißt, wir haben hier die MQB A0-Plattform, auf der er basiert. Ist natürlich ein bisschen in der Länge gewachsen auf 4,23 Meter. Hat allerdings auch ein eigenständiges Design bekommen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier eine sehr schöne Front, freundliche Front, Scheinwerfer, die optional in Voll-LED ausgeführt werden können, die auch zu empfehlen sind. Das Halogenlicht ist sehr fleckig, was ich jetzt hier verbaut habe. Das Tagfahrlicht ist übrigens, wie man sieht, hier unten drinnen beim Nebelscheinwerfer. Wer ein LED-Tagfahrlicht nimmt, ein LED-Scheinwerfer nimmt, der bekommt das LED-Tagfahrlicht auch in die Scheinwerferpartie integriert. Wir haben jetzt hier den neuen SUV-Grill, den alle haben. Man geht nach unten, baut den Kühlergrill größer auf. Man hat hier noch eine Chromspange in die Mitte gesetzt. Dann natürlich unten nicht lackierte Kunststoffe für den SUV-Charakter und nochmal eine silberne Applikation für den Unterfahrschutz, der so ein bisschen angedeutet sein soll. Und zusätzlich haben wir jetzt hier die im Farbportfolio teuerste Lackierung, und zwar Makena Türkis Metallic. Und ich muss zugeben, die gefällt mir richtig gut und sorgt hier bei der herbstlichen Stimmung am Silbensteinspeicher für wirklich schöne, warme Gefühle. Ja, auch bei der Seitenlinie hat Volkswagen den T-Roc für mich sehr attraktiv gestaltet. Wir haben eine sehr große Fensterfläche, wie man hier sieht. Wir haben zudem ein komplett steil abfallendes Heck, was auch sehr kompakt gehalten ist. Auch der vordere Überhang ist nicht zu lang geraten. 4,23 Meter ist er lang und 1,58 Meter hoch, wenn man tatsächlich die Dachreling hier ordert. Auch die Türausschnitte sind groß genug geraten. Wir haben hier übrigens die 17 Zoll Bangalore-Felgen draufgezogen. Sehen auch ganz hübsch aus, was auch sehr attraktiv sein kann, wenn man tatsächlich so ein bisschen noch mit schwarzen Lackierteilen als Kontrastprogramm arbeitet hier. Denn es gibt die Möglichkeit, hier tatsächlich schwarze Außenspiegelkappen und ein komplettes kontrastfarben-schwarzes Dach zu bekommen. Und das hat dann doch auch noch mal so ein bisschen was von Farbspiel. Und die Blätter fallen hier automatisch eh schon vom Himmel. Schauen wir uns das Heck doch noch mal an. Das bietet nämlich tatsächlich wirklich ein absolutes Design-Highlight für mich. Wir schauen uns hier tatsächlich die neue Heckgestaltung von Volkswagen einmal an. Wir haben jetzt so ein Art durchgängiges Leuchtband, möchte man hier zeigen, wobei der mittlere Teil hier hin zum Logo ist lediglich ein Reflektorband. Dafür haben wir hier eine LED-Rückleuchte, die hier LED beleuchtet ist. Okay, leider hat Volkswagen hier wieder verpasst, weitere LED-Technik einzubauen. Blinker, Rückfahrscheinwerfer, leider normale Glühlampen. Sehr, sehr schade. Was jetzt alle Volkswagen tragen, ist tatsächlich hier den Schriftzug. Hier in der Mitte haben wir hier T-Cross draufstehen, sehr schön. Ich finde, das passt auch optisch ganz gut dazu. Ansonsten ist das Heck ja eher clean und eines SUV typisch, mit den nicht lackierten Teilen im Unterbereich und dann den silbernen Einsatz für den angedeuteten Unterfahrschutz. Wir haben hier aber keine Fake-Auspuffrohrblenden. Gott sei Dank, ich persönlich mag's. Wie schaut es mit euch aus? Seid ihr ein Fan von Fake-Auspuffblenden?
Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Und zudem auch über diesen Einsatz hier, ob man das tatsächlich machen sollte, solche Reflektorbänder einzusetzen für ein optisches Lichtband, oder sollte man nicht gleich eventuell versuchen, das als LED-Lichtband auszuführen? Was meint ihr? Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erst einmal an, was hinter der Klappe steckt, denn das ist auch nicht uninteressant. Hinter der Heckklappe des VW T-Cross verbirgt sich ein durchaus variabler Kofferraum. Wir haben 385 Liter Standardvolumen, wenn wir den Laderaumboden nach unten legen und die Rückbank nach vorne verschieben, dann haben wir tatsächlich 455 Liter. Ein sehr praktisches Detail ist, dass wir den Laderaumboden einfach mit einem Klick nach oben arretieren können hinter den Nasen, ihn dann auch wieder easy nach unten legen können. Die Innenraumbreite vom Kofferraum beträgt 101 cm, die Tiefe mindestens 64 cm oder eben 78 cm, wenn wir die Rückbank nach vorne fahren. Die Rückbank selbst ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 teilbar und ermöglicht uns tatsächlich dann auch noch mal eine maximale Ladelänge von knapp 143 cm bis zum Vordersitz. Ja, ich habe mich jetzt mal in den Fond gesetzt vom VW T-Cross und wir wollen doch auch mal schauen, wie es denn hier tatsächlich auf der Rückbank ausschaut. Ich bin ja 1,78 groß, deswegen habe ich den Vordersitz auf meine Größe eingestellt und wie wir sehen, habe ich hier noch ordentlich Platz, also fast eine Faust oder eine gute Hand geht locker dazwischen und da ist noch genügend Luft. Wir haben auch schöne Sitztaschen hier in der im Vordersitz, der ist auch ein bisschen hier ausgeformt, das heißt also selbst wenn, bei Großgewachsenen können die Knie da durchaus noch so ein bisschen hinein. Die Füße passen perfekt unter den Vordersitz. Wir haben auch genügend Kopffreiheit, das ist ganz klar, da fehlt sich nichts. Wir haben hier keine Mittelarmlehne verbaut. Wir haben zwei USB-Anschlüsse hier, top, dafür geht der Daumen definitiv nach oben. Dann haben wir hier noch so ein kleines Ablagefach. Kindersitzmontage ist dank zwei Isofix-Möglichkeiten an den Außenbahnen gar kein Problem. Zudem die Isofix Verankerungen sind offenliegend mit einem kleinen Rahmen ausgespart, sodass man perfekt den Kindersitz hinein und auch wieder hinaus bekommt. Die Rückbank ist übrigens angenehm straff und auch von der Lehnenneigung wirklich gut. Man sitzt hier äußerst bequem. Die Kopfstützen lassen sich für meinen Tick ein Stück zu wenig rausziehen. Da könnte mehr gehen, vor allem für größere Personen, zumal man noch so ein bisschen mehr Luft hier hinten eigentlich hat. Die Rücksitzbank ist beim VW T-Cross als einzigen der drei Derivate Seat Arona und Skoda Karmic als einziges in der Länge verschiebbar, wie wir sehen. Aber die 14 cm bringen uns lediglich was für den Kofferraum. Hier persönlich würde ich mir jetzt sagen, da hole ich jetzt vielleicht 5 oder 6 cm noch mal raus, wenn ich hier im Fond sitze. Ist jetzt nicht so meins. Übrigens, der Beifahrersitz bietet ebenfalls Isofix-Verankerung und Top-Teeter. Dafür ein Top auch von mir. Ich habe es mir hinter dem Lenkrad gemütlich gemacht im VW T-Cross Live. Und wir sehen, hier sitzt sich schon mal erstmal sehr bequem. Ich habe natürlich die Möglichkeit, meinen Sitz in der Höhe sowie in der Länge ordentlich auf einem Schlitten zu verschieben. Das ist wunderbar. Ich kann natürlich auch mein Lenkrad in der Höhe als auch in der Tiefe variieren, sodass wir hier hinter dem Lenkrad, dem neuen Lenkrad wohlgemerkt, tatsächlich auch genügend Platz finden.
Einzig bei den Sitzflächen muss ich sagen, dass mir die Sitzfläche etwas zu kurz ist, beziehungsweise sich vorne tatsächlich zu weit verjüngt, sodass man dann mit längeren Oberschenkeln oder breiteren Oberschenkeln wie bei mir durchaus so ein bisschen auf dieser Kante sitzt vom Sitz und das dann ab und an so ein bisschen unbequem ist auf längeren Strecken. Dennoch straff gepolstert das Ganze und wir haben auch eine Lordosenstütze hier verbaut, eine manuelle. Somit findet sich hier tatsächlich auch auf längeren Reisen ein durchaus kommoder Sitz. Ja, wir kommen hier im Innenraum vom VW T-Cross und wir wollen uns hier mal anschauen, wie haben die Wolfsburger denn tatsächlich hier einen Unterschied geschaffen zum VW Polo. Und wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, ja, dann gibt es quasi kaum Unterschiede zum Polo. Das Ganze ist der hier oben tatsächlich der Armaturenträger wurde ein bisschen abgeändert. Wir haben jetzt ein Ablagenfach hier oben mit einer gummierten Einlage. Ansonsten bleiben tatsächlich die eher einfach gehaltenen Materialien, die dennoch gut zusammengesetzt sind. Wir haben hier natürlich Hartkunststoffe überall. Was mir nicht gefällt, sind tatsächlich die hellgrauen Einsätze, die wir hier überall haben, vor allem in der Tür oder hier unten im Verkleidungsbereich oder an der Armlehne. Das wirkt dann etwas günstig, sage ich jetzt einfach mal, und das passt einfach nicht zum Premium-Anspruch, den man hier bei Volkswagen eigentlich hat. Dennoch, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Aufmachung hier in dem Cockpit. Wir haben ein analoges Kombi-Instrument hier verbaut. Optional gibt es tatsächlich ein voll digitales Kombi-Instrument für 400 Euro Aufpreis. Würde ich denjenigen empfehlen, die tatsächlich den Wagen nochmal hier ein bisschen mehr aufwerten wollen, nochmal ein bisschen mehr Moderne reinbringen wollen. Dennoch sind aber diese Armaturen hier hervorragend ablesbar und würden mir persönlich ausreichen, trotz des monochromen Bordcomputer-Menüs. Gegen einen Aufpreis bekommt man das Discover Media System, das dann den großen Bildschirm hier beinhaltet. Optional dann noch die Zusatzfunktion Discover Media, das Navigation für 565 Euro nochmal zusätzlich Aufpreis. Das Discover Media dürfte, glaube ich, bei 460 Euro liegen. Ich blende es aber jetzt nochmal ein. Das heißt, wir haben insgesamt einen Gesamtpreis mit erweiterter Telefonanbindung, hier auch mit Induktivladefunktion, zwei USB-Ports. Da liegen wir dann bei rund 1400 bis 1500 Euro für das Gesamtpaket. Ist okay, ist jetzt nicht verkehrt, zumal das Mediasystem hier wirklich gut ist. Wir haben so einen Annäherungssensor, das Ganze ist an sich bekannt. Wir haben hier die Tasten oder respektive eher die Touchflächen, so muss man es ja sagen, für die einzelnen Bediensysteme oder die einzelnen Menüpunkte. Und das Ganze ist ganz schön, aber es gibt hier keine Gestenfunktion, braucht man ehrlich gesagt ja auch nicht. Einzig natürlich, der Monitor ist weiterhin sehr anfällig, was die Fingerabdrücke angeht. Wir haben weiterhin hier unten dann tatsächlich die Systeme für Start-Stopp-Deaktivierung, Parkhilfe-Deaktivierung und Deaktivierung. Wir haben den Parkassistenten optional, den wir alle noch dazu schalten können. Dann haben wir eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Finde ich sehr, sehr schön, dass es da zwei Zonen gibt. Die Sitzheizung ist übrigens hier an den Seiten im Klimabedienteil integriert. Sehr schön für mich. Den Schalthebel, leider auch aus Kunststoff, finde ich jetzt nicht so schön. Ist relativ lang. Wir haben das 5-Gang-Schaltgetriebe hier verbaut. Dann haben wir eine manuelle Handbremse hier noch. Ist jetzt eigentlich nicht zu verkehrt. Wir haben zwei Cupholder und eine verschiebbare Mittelarmlehne hier im Fahrzeug drinnen. Gefallen tut mir das neue Lenkrad sehr, sehr gut. Wir haben zwar eine neue Prallplatte hier, das ist ein VW-Logo, übrigens das neue ist noch nicht drinnen. Das kommt jetzt erst mit dem neuen VW Golf. Das Video könnt ihr übrigens oben auch anschauen. Dennoch sind die Funktionen hier sehr, sehr einfach und gut gehalten. Die Tasten sind auch in Ordnung. Mir gefällt vor allem dieses Glattleder, da bin ich ein Freund von. Leider kein beheiztes Lenkrad, finde ich sehr, sehr schade. Gibt es dafür wieder im Skoda Kamiq und könnte man eigentlich hier für meine Begriffe auch noch einbauen. Aber gut, jetzt seid ihr aber eher gefragt, was würdet ihr denn eigentlich hier an Komfortausstattungen unbedingt in eurem T-Cross haben wollen? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was so eure Must-Haves an Ausstattungsvarianten sind. Würde mich mal interessieren. Ich persönlich habe ja tatsächlich drei Sachen, die definitiv in jedes Auto reingehören. Das ist einmal eine Klimaautomatik für mich, das ist eine Einparkhilfe und eine Sitzheizung. Das sind die mindestens drei Anforderungen, die ich an mein Auto stelle. Jetzt seid aber ihr an, was muss in euren VW T-Cross? Schreibt es mir unten in die Kommentare und wir schauen, wie er sich jetzt auf der Straße macht.
Wir sind jetzt mal unterwegs mit dem VW T-Cross mit dem kleinen Basis-Benzinmotor, und zwar im 1,0 TSI mit 95 PS. Und der Antrieb macht durchaus eine gute Figur, vor allem gerade für eine Einstiegsmotorisierung. Während die beim Polo zum Beispiel bei 80 PS liegt, haben wir hier eben 95 PS. 95 PS klingen für ein 1,3 Tonnen SUV ja nicht wirklich viel. 175 Newtonmeter dagegen klingt schon mal besser. Zudem liegt das Drehmoment relativ früh an, so bei knapp über 2.500, 3.000 Umdrehungen. Da fühlt er sich wohl, da geht er auch gut voran. Leider ist er ein bisschen hart vom Verbrennungsgeräusch. Also man hört ihn doch stark schnarren. Er entwickelt auch beim Ausdrehen merkliche Vibrationen. Da ist zum Beispiel der Ford EcoBoost deutlich besser. Hier müsste VW vor allem meine Begriffe noch mal ein bisschen nachschärfen. Beim Verbrauch brauchen sie gar nichts nachschärfen, denn ich kam hier im Alltagsdrittelmix tatsächlich mit rund 6 Litern aus, eher knapp drunter. Das heißt, also mein Durchschnittsverbrauch lag bei 5,7 Litern. Wenn man ihn ruhig über Land fährt, sind sogar Verbräuche mit 4 Komma möglich. Ansonsten auf der Autobahn, wenn man ihn wirklich hart rannimmt, ja, dann sind es vielleicht 7,5 Liter, was aber absolut im Normbereich liegt. Wir haben hier auch ein sehr, sehr tolles Fahrwerk von den Ingenieuren abgestimmt bekommen. Das ist eine gute, straffe Auslegung mit gutem Komfort. Der Wagen stolpert nicht über irgendwelche Querfugen extrem drüber oder fängt irgendwo das Taumeln an. Die Lenkung ist leichtgängig, hat aber auch noch ein gewisses Feedback, sodass der Wagen, dass man sich wirklich rundum wohlfühlt. Lediglich so schnelle Wechselkurven mag einfach der Aufbau und die Lenkung nicht. Die Lenkung neigt da so ein bisschen zu einem Verhärten, und der Aufbau, ja, der ist halt ein bisschen mehr im Wankbereich durch den höheren Schwerpunkt, aber an sich fehlt sich da auch nichts. Wer da noch mehr Straffheit reinbringen will, der kann ja die Airline konfigurieren, und dann gibt es noch ein Sportfahrwerk, legt man das Ganze, wird noch ein bisschen tiefer gelegt, und dann geht da auch noch ein bisschen mehr. Von den Antrieben her übrigens zur Verfügung stehen aktuell zwei Benziner mit eben 95 PS oder 115 PS, während zum Beispiel der 95 PS Benziner leider nur über einen 5-Gang Handschaltgetriebe gekoppelt ist und zudem über Trommelbremsen an der Hinterachse verfügt. Trommelbremsen? Hallo? Wir haben 2020 bald. Immer noch? Ernsthaft? Okay, günstige Alternative, funktioniert, aber man merkt, Handbremse zieht eben nicht so gut, muss man schon kräftig ziehen. Finde ich, passt auch nicht zum Premium-Anspruch von Volkswagen, schlicht und ergreifend. Des Weiteren gibt es noch einen 1,6 Liter Turbodiesel mit 95 PS oder der noch nicht im Angebot ist, aber beispielsweise schon bei Skoda und Seat angeboten wird, ist der 1,0 TGI mit Erdgasantrieb. Durchaus eine interessante Alternative, vor allem weil mit Erdgas natürlich nochmal sauberer verbrennt und auch einfach weniger Emissionen emittiert. Also da vielleicht nochmal einen Moment warten, wer noch auf Erdgas aus ist. Aus ist das Ganze hier noch nicht, denn jetzt gibt es noch das Fazit, und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ende meiner Dienstfahrt und natürlich die alles entscheidende Frage beim Fazit: kaufen oder nicht kaufen den VW T-Cross? Ich persönlich würde sagen, wer vor der Wahl steht, einen VW Polo zu kaufen, der soll definitiv über den T-Cross nachdenken, denn lediglich 400 Euro kostet übrigens unser T-Cross mehr als ein vergleichbarer Polo. Und das bringt mich dazu, ihn auch zu empfehlen, denn er bietet deutlich bessere Platzverhältnisse, sieht in meinen Augen auch ein bisschen schicker aus, weil er so ein eigenständiges Design hat. Nicht jeder wird diese Heckpartie wirklich mögen oder die Front. Ich mag's, also mir gefällt's. Schreibt mir aber unten in die Kommentare, wie es mit euch ausschaut. Würdet ihr den T-Cross tatsächlich einem Polo vorziehen oder würdet ihr den Polo nehmen? Und wenn ja, welchen würdet ihr warum nehmen? Das schreibt mir unten bitte in die Kommentare.
400 Euro, wie gesagt, sind es tatsächlich lediglich an Aufpreis für den T-Cross. Schade finde ich, dass man den Rotstift bei Volkswagen sehr deutlich mittlerweile merkt. Hier bei der Einstiegsvariante mit Trommelbremsen an der Hinterachse. Ah, das geht in meinen Augen gar nicht mehr im Premium-Segment. Dann natürlich die Materialien mit zu viel Hartkunststoffen. Okay, das geht ja vielleicht noch, aber dann bitte nicht in hellgrau, dass es auch noch so ausschaut, als ob es billig wäre. Billig war hoffentlich mein Video nicht für euch, denn es hat hoffentlich einen kleinen Mehrwert gebracht. Wenn ja, den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, die Abo-Glocke nicht vergessen, dass wir uns bald wiedersehen. Und bis dahin sage ich aber jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Reinklicken und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.